Offensichtlich will die AfD nicht, dass ihre Woche der Schmerzen und Nackenschläge für sie ein Ende hat. Deswegen mache ich das gerne. Am Montag, Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster. Sie sind krachend gescheitert mit Ihrer Klage. Sie sind als rechtsextremer Verdachtsfall bestätigt. Am Tag danach Urteil gegen Ihren Oberanführer Höcke, verurteilt wegen der Verwendung der Sprache von Nazis. Dann diese gestern Hausdurchsuchungen bei Peter Büstron. Ihm wird Spionage und Bestechlichkeit vorgeworfen. Wir sind gespannt, was alles dabei herauskommt. Dann gestern Immunität aufgehoben bei Ihrem AfD-Abgeordneten, wie heißt er, Hannes Knaup, weil er vom MAD als ehemaliger Soldat als Extremist eingestuft wurde. Und last but not least, sinkende Umfrageergebnisse. Sie brechen ein. Die Umfragen sind noch nicht hoch, sind noch zu hoch. Aber insofern danke ich für die Gelegenheit, heute hier das alles noch mal darstellen zu dürfen. Besonders interessant, dass ausgerechnet die fünfte Kolonne Putins hier im Deutschen Bundestag eine Thematik zur Schleusungen hier in die Aktuelle Stunde einbringt. Ja, meine Damen, Sie sind der verlängerte Arm Putins, dem Oberschleuser hier im Deutschen Bundestag. Und es ist eine gute Idee, aufzuklären, was Sie alles mit Putin und Russland zu tun haben. Klären Sie doch mal bei der AfD das Umfeld Ihres Kollegen Büstron auf. Wie viele tausend Euro hat er denn von Russland bekommen? Jedenfalls bin ich mir sicher, Sie müssten unter diesem Aspekt Aufklärungswille auch begrüßen, dass es gestern Durchsuchungen gegeben hat. Gegenteilig habe ich Sie, Herr Kollege Baumann, gestern in den Medien vernommen. Klären Sie das Umfeld von Björn Höcke auf, der erklärt hat, er ist ein bisschen, er überschätzt sich ein bisschen, dass wenn er Bundeskanzler wäre, dass er dann als erstes nach Moskau reisen würde. Und klären Sie auf, was Ihr Spitzenkandidat Maximilian Krah denn mit seinen russischen Verbindungen gemacht hat. Und klären Sie auf, was Ihr Parteichef Krupalla denn so alles mit der russischen Botschaft hier in Deutschland zu tun hat. Es ist eine feindlich gesinnte Macht, die durch Schleusungen einen hybriden Krieg hier anfacht. Und Sie sind die Unterstützer dieser Schleuser hier in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Das, was Sie machen, hier und in anderen Bereichen, das ist alles andere als patriotisch. Und Herr Baumann, Sie haben heute Morgen bei einer anderen Debatte das Wort Landesverrat in den Mund genommen. Ja? Sie wissen offensichtlich inzwischen bei der AfD sehr genau, was Landesverrat ist. Herzlichen Dank. Marcel Emmerich hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.